Jo, hallo zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der Südhämmern. Und ja, es wird Nacht hier. Oh, das ist nicht wirklich angenehm zum Arbeiten. Das heißt, wir werden auch gleich mal gucken, dass wir möglichst viele Fahrten und Aktionen dann mal einstellen, bis wir einen neuen Tag haben. So, erstmal kann der entladen. Wichtig wäre mir eigentlich, dass wir das hier noch fertig bekommen. Aber das wird nichts. Also machen wir das jetzt einfach mal so, dass wir jetzt einfach mal hier rüberspringen. Ups, jetzt bin ich ein Ding. Und wir werden jetzt einfach mal schlafen gehen. Wir lassen die Fahrzeuge einfach weiterlaufen und wichtig ist einfach, dass es hell wird. So, Hundi kriegt noch mal was zu futtern. Komm, komm. Ach, Nachtessen. So. Und wir machen uns mal auf hier. Hier hoch. Wir haben es jetzt 20 Uhr. Das heißt, wir machen, naja, machen wir 12 Stunden, dann ist es 8. So, gute Nacht. Zing, zing, zing. Oh, und es ist Regen angesagt. Das ist jetzt aber gar nicht gut. Das ist aber ganz und gar nicht gut. So, ja, rennen wir erstmal wieder hier runter. So, ja, du hast schon wieder alles aufgefressen hier. Junge, Junge, Junge. So, wo sind wir? Der ist hier am Dreschen. Gut, der macht den Abfahrer. Oh, hier ist schon so viel gewachsen. Das ist halt das Problem gewesen, was ich befürchtet habe. Aber es ist immerhin noch im Wachstum. Wir müssen dann irgendwie gucken, dass wir da düngen. So, beziehungsweise Unkraut spritzen. So, Schafe, gut, da müssen wir ein bisschen warten, bis wir da wieder was wegmachen können. Ach, der ist fertig. Gut, dann können wir mit ihm hier runter auf die 17. Da geht es dann gleich weiter. Oder wir, warte mal, ich will mal kurz gucken, ob unsere Pferde wirklich... Nee, brauchen noch einen Tag. Gut, dann haben wir also Zeit. Die Kühe, da brauchen Sauberkeit, müssen wir uns drum kümmern. Ja, es ist wieder so viel zu tun und ich weiß nicht, wo wir anfangen sollen. Gut, wir machen jetzt erstmal wirklich die Bodenbearbeitung hier auf der 17 schnell fertig. Oder beziehungsweise fertig, wir fangen an damit. Damit wir da weiterkommen, dann gucken wir uns gleich mal bei den Hühnern, dass wir die Eierkisten einmal einsammeln. So, ups. Wir starten hier einmal. So, Helfer rein. Ja, gut, das ist hier. Haben wir hier irgendwo? Ja, da. Na gut, wir können da schnell hinspringen. Es geht schneller. So. Ah, jetzt sind wir wieder mittendrin. Upsa. Bleibst du hier? Ach, und hier ist der Tank leer. Gut, da müssen wir zuerst hin. Da nützt nichts. Das geht selbstverständlich vor. Wir könnten dann vermutlich auch schon wieder Gras mähen. Das dürfte auch schon wieder bereit sein. Oh, ich weiß gar nicht, wo uns der Kopf steht im Moment. So,
Einmal Saatgut. Dünger und weiter geht's. Ja, hier kommt auf jeden Fall Weißkohl drauf. Das habe ich mir schon so ausgedacht. Und ja, dann müssen wir gucken, wer auf der 17 können wir irgendwas machen. So, erstmal jetzt gucken, wo ich hier. Wir waren wieder irgendwo hier hinten. Ja, da ist, wo es ein bisschen dunkler ist. So, Helfer rein. Und ja, der macht hier, genau. Wir gucken, dass wir zum Abfahren kommen. Weil wir müssen unbedingt gucken, dass wir diese Mission hier noch durchkriegen, bevor der Regen kommt. Aber das wird, denke ich, mal nichts werden. Aber ich glaube nicht, dass wir da so schnell fertig werden mit. Wir können ja mal kurz in den Drescher gucken, wie lange der noch braucht. Er sagt mir 38 Minuten. Ja? Na, das wird eng. So, was haben wir denn jetzt? Das läuft. Kriegen wir. Na, wir müssen mal gucken, ob wir die Paletten da trotzdem rausbekommen. Auch wenn die jetzt so stehen. Vielleicht können wir ja beide auf einmal. Ne, das wird auch nichts werden. Wir müssen die einfach irgendwie rausziehen. Auf einer Zinke. Och, das geht sogar. Guck doch mal an. Warte mal, wenn wir jetzt die andere so aufspießen. Na, komm. Ja, wir müssten nur richtig treffen. Weiter runter. So. Perfekt. So geht es ja noch viel besser. Ich würde nämlich sagen, dass wir jetzt dann einfach mal die Wolle verkaufen fahren. Wir stellen die beiden hier hinten drauf. Na, 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 na. Ihr sollt da stehen bleiben. So, jetzt will ich mal gucken, kriegen wir den Anhänger hier an den Gabelstapler dran? Müsste doch eigentlich funktionieren, weil dann könnten wir da nämlich ganz gemütlich mit dem da, ja, funktioniert. Perfekt. So, einmal neu mit Spanngurten fest, damit die hinten auch sind. Ja, so, jetzt müssen wir nur mal gucken, wo kriegen wir denn was für die Wolle. Wolle, Spinnerei. Spinnerei war doch hier unten. Na, guck mal, das ist gut. Da können wir hier einfach runterfahren. Da sind wir auch gleich da. Perfekt. So, dann gucken wir mal. Er zieht das auch. Ja.
Machen wir mal die Rundumleuchten an. Ich hoffe nur, dass wir den Berg hier hochkommen. Ein km/h. Gib ihm. So. Das heißt, Fehler. Ich wollte hier nach außen. Wir haben jetzt noch mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Paletten Wolle. Also ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ja, sobald wir oben sind, müsste es ja dann besser gehen. Ja, guck mal hier, der Johnny ist auch schon gut dabei. Sehe ich das gerade richtig? Lupft der? Ja, warte mal. Der hat die Vorderräder in der Luft. Ja, auch nicht schlecht. So, aber jetzt komm. Gib alles. Gib alles. Wir sind oben. Wir sind oben. So, jetzt müsste es aber gleich besser werden mit der Geschwindigkeit. Ja, guck mal, da geht ein Weg rum, perfekt. Und da sehe ich auch schon den grünen Marker, wo wir hin müssen. Dann lass uns einfach mal überraschen, was das jetzt dann so an Geld bringt. Ich hoffe mal, dass wir die nicht abladen müssen, sondern dass wir die einfach so da auf den Trigger stellen können. Jetzt muss ich nur mal gucken. Ach, der ist hinterm Haus, ja. Ach ja, wir hatten ja hier schon mal Baumwolle abgeliefert von der Mission. Erinnere ich mich wieder, ja. So, dann lass uns mal überraschen. Ja, geht weg die Wolle. Wieso die vordere nicht hier? Hallo? Weil den, wegen dem Zweireich oder was? Kann das jetzt sein? Oh. Gut, dann müssen wir da einmal abladen. Das ist na klar merkwürdig, sage ich jetzt mal. Ich bin aber mal gespannt, wenn ich jetzt den oberen wegnehme, ob die unteren dann auch verkauft werden. Den hat er jetzt gleich so weggenommen. Ach, warte, ich bin jetzt mal. Ist der Trigger wohl ziemlich weit da hinten? Ah, gut, jetzt komme ich da nicht mehr ran. Ja, Eigentor geschossen. Aber guck mal, so eine Palette bringt jetzt 1100 Euro. Das ist jetzt nicht wirklich viel, aber immerhin mehr als gar nichts oder besser als gar nichts. So, jetzt gucken wir mal. Also wir machen erstmal die Spanngurte drum. Oh, jetzt hänge ich mit der Palette da an der Lampe fest. Oh, ich glaub's ja nicht.
Jetzt habe ich mich aber richtig hier festgefahren. Och Mann. Gut. Hängen wir den mal ab. Da müssen wir gucken, dass wir uns jetzt irgendwie hier erstmal rausmanövrieren. Das wird so nichts werden. Wir müssen erstmal die Deichsel wieder ein bisschen gerade schieben. Kommen wir da hinten mal ein bisschen weiter runter. So, und jetzt sollte das dann aber auch passen. Jetzt machen wir einfach noch mal eine kleine Runde hier. Dann hoffen wir mal, dass wir die letzte Palette hier auch noch wegbekommen. Gut, dann nicht. Dann müssen wir es ja halt auch abladen. Also wir werden in Zukunft dann wirklich nur noch einreihig beladen. Das ist, glaube ich, sinnvoller. So, na. Gut, weg ist es. So, aber ich sehe, wir müssen uns um den Drescher kümmern. Wo stehst du? Oh, ganz da hinten. Ja, und die Sämaschine muss auch gleich wieder aufgefüllt werden. Da haben wir, ups, Bodenwelle, da haben wir auch dann was zu tun. Einigermaßen ran. Gut, der tankt ab. Der hat noch ein bisschen was vor sich. Gut, aber da kommen wir dann auch weiter. Das werden wir gleich nochmal auffüllen hier. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir erstmal für den Moment zumindest fertig und ja, dann sehen wir weiter morgen. Ja, 12 Uhr, nächste Folge. Bis dahin, macht's gut und tschüss.